Willkommen. Jeden Tag grüßen wir Sie mit einem geistlichen Impuls aus der Marktkirche. Das geknickte Rohr werde ich nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. So sagt es Gott durch den Propheten Jesaja, nachzulesen im Buch des Jesaja im Kapitel 42. Der Wind hatte den Docht ausgeblasen, die Flamme ausgeblasen, aber der Docht glimmte noch. Ich nahm ein Streichholz, entzündete es und führte es an den Docht heran. Ohne ihn zu berühren, sprang die Flamme über. Der Docht brannte wieder. So erfährt man es manchmal auch im Leben. Da, wo man etwas Schönem nahe kommt, da kann es einen plötzlich ergreifen, die Flamme springt über, es bringt einen selber wieder zum Leuchten. Wie neulich bei einem Trauergespräch. Gedrückte Stimmung, Tränen und plötzlich ein quietschfideles Lachen des Urenkels. Inmitten aller Traurigkeit, Grund der Freude. Fühl dich umarmt und gedrückt, sagte die Tochter, die weit weg in Neuseeland im freiwilligen sozialen Jahr ist und die Mutter zum Geburtstag anrief. Fühl dich umarmt und gedrückt und obwohl weit weg, ein Gefühl der Nähe, der Geborgenheit. Ich weiß, du kannst das, probier es, rief er, und plötzlich hatte sie Mut und es ging gut. Erfahrungen, die einen aufflammen lassen. Ein gutes Wort, ein Zeichen, ein Zuspruch und plötzlich brennt er doch wieder. Jeder weiß, wie wichtig das ist, denn wir sind ja nicht immer stark und es geht auch nicht immer alles glatt und gut im Leben. Wir sind ja nicht einfach Maschinen, die nur so funktionieren ohne Gedanken und Empfindungen. Wir sind Menschen mit Leib und Seele. Und ob wir uns gut fühlen und fröhlich sind, hoffnungsvoll, glücklich, das hängt nicht nur von unserer körperlichen Kraft und Gesundheit ab, sondern auch von unserer inneren Verfassung. Und da kann es schon mal sein, dass man ganz schön geknickt ist, ausgebrannt, sich fühlt wie ein glimmender Docht. Und dass man etwas braucht, was einen wieder aufflammen lässt. Viele Menschen haben solche Erfahrungen mit Gott gemacht, haben gemerkt, in seiner Nähe finde ich zu neuer Kraft, neuer Hoffnung, neuem Mut. Durch ein Gebet, durch das Lesen einer Geschichte in der Bibel, das Singen eines Gesangbuchliedes. Sie haben erfahren, was Gott verheißen hat. Das geknickte Rohr werde ich nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Gott will uns nahe kommen und wir können es erfahren, wenn wir uns dem nicht verschließen. Das kann gut sein, denn es kann sein wie mit dem Streichholz, das dem glimmenden Docht nahe kommt und ihn plötzlich wieder neu anfacht. Das wünsche ich Ihnen von Herzen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle eure Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.